Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen zu DSD sein Midnight Figure Feature Star Wars Folge 588. Ihr denkt jetzt auch, wieso? Da steht doch Bruder Tuck von Robin Hood, ne, im Titel. Ihr werdet gleich erfahren, was das mit Star Wars, mit Krieg der Sterne zu tun hat. Wissen wahrscheinlich eh die meisten schon, aber ist egal, ich wollte es mal präsentieren. Und zwar hat der gute Aslan die Kampfmaschine mir auf der... Ach, das war gar nicht auf der... War das auf der Toyplosion? Nein, das war auf der Comic-Con. Da habe ich den getroffen und da hat er mir einen Bruder Tuck geschenkt, weil er hat sich welche auf Karte geholt aus der Anfang 90er Jahre Serie Robin Hood, diese Fernsehserie, ne? Kennt einige halt. Wenn nicht, guckt euch mal an, fand ich auch immer super. Ich meine, 91 war ich ja schon fast volljährig. Ne, war gerade im wilden Teenageralter. Hab das aber zwischendurch doch noch irgendwie geguckt halt so, ne? Auf jeden Fall, da gab es da von Kenner halt auch eine Figurenspielzeugserie zu dieser Robin Hood Fernsehserie. Eine Toyline mit zum Dorf, Wagen und verschiedenste Figuren. Unter anderem auch Bruder Tuck. Ne? Ihr seht ihn hier im Mantel. Das sagt euch jetzt noch nicht so viel. Ne? Ich meine, das Gesicht kommt ein bisschen bekannt vor. Das zeige ich euch gleich im Detail. Was es mit dieser Figur auf sich hat, wir gucken nämlich dann einfach mal gleich unter seine Gewandung hier, unter seine Robe. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was der bei hatte, ob der irgendwas bei hatte, was weiß ich, ein Bierbecher, Pfeil und Bogen oder ein Stab, wie Little John vielleicht oder so. Hab da auch jetzt nicht so die Checkung zu Robin Hood, zu den Figuren, weil, wie gesagt, zu der Zeit war ich schon... ja, mehr auf Musik und auf Schallplatten sammeln und habe mich da mit Plattenspielern beschäftigt, ne? Dieses Rumgesquetsche hier und so. Huch, siehst du? Bin vielleicht auch mal umgefallen bei den ersten Alkoholkonsum oder so. Sollte man ja nicht tun, aber so sehr geschadet hat es, glaube ich, nicht, weil Bruder Tuck steht ja eigentlich auch noch. Das ist ja ein Quatsch, den ich hier erzähle, ne? Ja, ich habe mich mal wieder komplett nicht vorbereitet, habe auch einige Sachen wieder nicht gefunden, die ich euch dazu präsentieren wollte. Ist halt so, aber ich wollte das Video schon vor Wochen machen. Ja, Comic-Con war Ende des Jahres, war im Dezember, ne? Da habe ich ja eine Karte geschenkt bekommen, bin da hin. Eigentlich wollte ich da ja nicht mehr hin. Andere Geschichte, guckt euch da die Videos zu an. Aber ich dachte mir, komm, das hat halt, na, die Star Wars-Verbindung liegt halt auf der Hand, beziehungsweise jetzt in der Hand. Und wir gehen jetzt einfach mal nah ran, entblättern ihn und dann werdet ihr, ne, der aufmerksame Kenner wird sofort Parallelen zu etwas erkennen und die präsentiere ich euch natürlich auch hier. Ne? Es ist früh am Morgen, ich habe gerade ein bisschen Zeit, deswegen stotter ich auch noch so und bin noch nicht so im Redefluss. Ne? Man möge mir verzeihen, ne? Aber wir haben ja geistigen Beistand hier und deswegen jetzt endlich ran an die Details. Den Herrn mal entkleiden und sehen, was da los ist mit dem Bruder Tuck. So, da ist der Bruder Tuck. Ja, ich zeige euch den mal. Haben wir hier. Ne, erkennt man schon so ein bisschen, ne? John Rhys Davies. Sieht cool aus. Da hier ein schönes Mäntelchen. Erinnert halt auch ein bisschen so an Star Wars Mäntel, ne? Das ist schön. Auch hier die Innenseite. Nochmal anders. Das geht ja, wie gesagt, der Gürtel gehört wohl nicht dazu. Jetzt passt mal auf. Jetzt werde ich den mal hier so enthüllen. Ziehen wir ihm das Ganze mal aus. Falls wir jetzt das Band hier abkriegen. Ich wollte das jetzt nicht losmachen. Da muss ich eine Schleife wieder machen. Und mit meinen tollen Augen ist das immer super. Und siehe da. Tada. So sieht der Bruder Tuck also unter seinem... unter seiner Robe aus. Und irgendwie erinnert der uns doch an jemand anders. Und zwar... Tütere. Ja, guckt mal hier, ne? Die alte Schweinewache von Jabba the Hutt, der Gamorrean Guard. Ganz klar ein anderer Kopf. Das Brustteil hier ist auch ein wenig anders. Ne, guck mal hier, auch hier mit diesem Riemen. Das ist ein bisschen anders gestaltet, aber nur ganz leicht. Ja, ihm fehlt hier der Brustpanzer. Ich gucke gerade, ob der Faltenwurf hier identisch ist. Nee. Und die Hose auch nicht. Das ist schon ein wenig anders halt, ne? Wie man hier sieht. Aber die Schulterglocken sind gleich. Hier dieser
Unterarmschutz, der Armreif ist gleich. Unser guter Bruder Tuck hat auch hier hinten auf dem Rücken, nämlich 1991 stehen, ne, 91, TMMCP, MCP, Kenner, Shiner. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das lesen? So ein bisschen, ne? Und bei unserem alten Schweinewachen hat das natürlich unten auf dem Bollen stehen hier. Ne? Da haben wir stehen, 1983 LFL, Lucasfilm Limited. Ja, ich dachte jetzt, die wären komplett identisch, aber das haben sie dann doch ein bisschen anders nochmal gemoldet, ne? Und die Beine sind auch wieder gleich. Das seht ihr hier an der Schnürung, an seinen Sandalen. Die Füße müssten eigentlich auch gleich sein. Komm, haltet mal euer Mauken hier rein ins Bild. Ja, das sieht schon. Das ist auch identisch halt. Wie gesagt, die Arme und die Beine sind natürlich dann gleich. Und das wundert mich aber, dass die hier natürlich dann doch den Mold nochmal einen anderen genommen haben. Auch hier die Hände, ne, die Faust. Gut, die Ader sieht man hier nicht richtig. Kann sein, dass sie da einfach so einen Abdruck gemacht haben. Ist ja ähnlich fast wie bei der Retro Collection jetzt, ne? Da denkt man auch, die hätten sie einfach in eine Form geschmissen. Und dann sind die halt minimal anders. Gucken wir mal hier. Da wird hier dieser Seitending, wo die Figur zusammen gemacht worden ist, ist auch gleich diese Buchse hier. Ne? Ich habe von den Schweinewachen habe ich natürlich noch ein paar. Ich habe jetzt die Axt leider nicht gefunden. Aber der Bruder Tuck hat ja auch nichts dabei, obwohl der hätte wahrscheinlich einen Bierbecher dabei. Ne? Hier haben wir noch ein paar von den Gestalten. Die haben so leichte Farbabweichung. Dann habe ich hier noch den Vintage Collection. Der ist natürlich total geil, ne? Da gab es ja mal die Story, da gab es die mal für einen Fünfer. Eine Zeit lang, 2012 rum oder so, sage ich jetzt mal. Aber da gab es dann bestimmte Leute, die haben da irgendwie 20, 50 Stück von gekauft. Ja, den anderen Leuten die natürlich weggekauft, ne? Da geht mir der Hut hoch. Der hat halt auch noch so eine Gaffi-Lanze irgendwie bei. Habe ich jetzt auch nicht gefunden. Und welchen ich nicht gefunden habe, es gab von Power of the Force, gab es auch noch einen. Den habe ich auf Karte, den hätte ich jetzt eigentlich auspacken wollen. Ich finde den aber partout nicht. Das ist echt eine Schweinerei, ne? Und apropos gerade hier mit dem Seitenschnitt. Hier Schweinerei. Hier wurde das eine Schwein gemetzelt. Ne, guck mal hier. Ich kann euch mal zeigen, wie so eine Figur aussieht, wie die zusammengesteckt ist. Ups, ja, jetzt machen wir hier Püppchen-Domino. Demnächst beim Gorminister vielleicht. Jetzt gucke ich gerade mal. Guck mal hier. Wir packen jetzt einfach mal hier den Schenkel rein. Ist auch eine geile Keule, ne? Ja, den habe ich normalerweise bei mir im Rancor-Pit liegen. Damit man den schön... Sieht das ein bisschen komisch aus, ne? Damit der schön gefressen werden kann halt, ne? Irgendwie ist auch ein Arm wieder abhanden gekommen. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist alles eine Farce wieder, weißt du? Aber ich wollte das Video schon so lange machen und ich habe nochmal gesucht. Ich finde da nichts. Ich weiß nicht, wo ich den ganzen Kram habe. Warum geht das denn jetzt hier nicht drauf? Ich wollte doch keine Aufreg-Videos mehr machen, ne? Ja, irgendwie klappt das so nicht so richtig. Jetzt muss ich die Beine wieder abmachen. Also heute ist wieder ein bisschen, der Wurm drin oder so. Das kann doch nicht sein, ey. Jetzt mach doch mal das Ding hier richtig drauf. Akku blinkt auch schon wieder. Ja, komm, jetzt aber hier, ja. Das wird nix. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich alles hier wahnsinnig. So, jetzt pack den Arm dran. Vielleicht geht's so rum. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Das ist wieder ein Geduldsspiel hier, ne? Das ist fürchterlich. Jetzt setz den noch zusammen. Ich wollte den noch nur mal... Ich weiß schon, warum ich den in Einzelteilen, weil ich ja da hingefeuert habe. Kriege ihn hier nicht zusammen. So, das ist der Einarmige. Haben wir den Bruder Tuck. Er hat seine Kopfbedeckung verloren. Jetzt schmeiß ich den nächsten um. Das ist ein Gebasel hier. Was ist denn los? Große Schweinerei. Kennt ihr das noch hier? Die große Schweinerei, dieses Würfelspiel von früher. Ja, das ist jetzt hier. So, dann haben wir hier so ein paar Schweinewachen. Und natürlich Bruder Tuck hier, ne? Weil den wollte ich euch zeigen. Und ja, danke nochmal an die Kampfmaschine. Super schön. Packe ich, mal gucken. Packe ich einfach mal, mische ich einfach unter die Schweine. Komm, auf zum Schlusswort, ey. I love toys. Ja, das waren die Schweinewachen und der Pfaffe. Der Bruder Tuck halt. Ist schon geil, ne? Also, das ist ja dann zu. Ich
wollte gerade sagen, zur Ewok-Serie rausgekommen. Ne? Nee, aber so verhielt sich das ja mit dem Ewok-Dorf, was es 83 gab, zur Rückkehr der Jedi-Ritter halt. Ne? Wurde zu Robin Hood auch nochmal neu aufgelegt. Ebenso wie dieser Battle-Waggon. So ein Wagen halt. Ne? Irgendwie mit so einem Knochenschädel vorne drauf halt und so weiter. So dargestellte Holzstämme und so. Und das ist eigentlich ganz schön, dass das dann in einer anderen Serie nochmal aufgetaucht ist, in so einer Spielzeugserie. Wie gesagt, was mich aber wundert, dass der Mold hier dann ne, von den, jetzt nehme ich schon wieder den kaputten in der Hand hier, die Fleischstücke, dass das Fell dann doch nochmal neu ja, modelliert worden ist halt. Ne, also von der Buchse halt und auch der Gürtel. Nicht wirklich, die Rückseite ist schon krass gleich. Aber vorne, ja, habe ich gerade gar nicht euch gezeigt, ne, der Bruder Tuck, der hat hier sogar noch einen kleinen Dolch hier drinne. Das hat haben die Schweinewachen nämlich nicht hier, die Gamorrean Guards. Das ist da auch schon mal ein Unterschied. Aber ja, finde ich klasse. Und ach so, hier. Ich habe die Schweinewache jetzt natürlich nicht gefunden, habe ich ja gesagt, hier von Power of the Force. Aber ich kann euch das hier auf dem Jabba's 3D-Palast Ding hier zeigen. Die Schweinewache meinte ich halt. Kommen wir auch übernächste Woche mal zu hier. Dann die Woche, Kantine habe ich auch noch davon, möchte ich unbedingt auspacken. Problem ist, ich wollte eigentlich dann auch meine ganzen Kantina-Figuren dazu stellen, beziehungsweise Jabba's Palast-Figuren. Aber da komme ich im Moment gar nicht dran, wo ich das aufgebaut habe, weil da Kisten vorstehen ohne Ende. Kann ich dann leider nicht bestücken, das zeige ich aber irgendwann bestimmt mal, weil ich das ja eh dann ausstelle halt, das Pappdiorama halt, das vielleicht zusammenstelle mit den Vintage Collection Jabba's Palast Zeug und so weiter. So, jetzt habe ich die Schnüre wieder nicht dran gemacht, das ist ja auch so ein Ding, das war schon kompliziert genug. Da ist er, der Bruder mit seinen Brüdern, vielleicht sahen die alle mal menschlich aus und wurden verzaubert oder so in einer anderen Galaxis, ich weiß es nicht. Ich zauber mich jetzt erstmal weg, bedanke mich fürs Zugucken, fürs Interesse, bleibt gesund. Genießt das Wetter, wie auch immer es gerade sein wird. Ich weiß es nicht, weil ich habe das vor langer Zeit aufgenommen in einer weit, weit entfernten Galaxis. Genug Quatsch wieder geredet. Viel Spaß noch bei was auch immer. Ne? Tschüss. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein